So, da sind wir auch schon wieder. Wir waren gerade in dem Gespräch mit Ardo, Porgrim und Quado stehen geblieben und haben uns über die Piraten erkundigt. Und Ardo hat gerade etwas gesagt von ganz am Anfang stehen. Was meint er damit? Habt ihr das gehört? Ich bitte euch, wer lässt sich schon gerne überfallen? Nein, nein. Selbstredend geht es um die Waren, die uns durch den Überfall abhanden gekommen sind. Ohne sie stehen wir wieder am Anfang. Das glaube ich jetzt nicht so ganz, aber... Gut. Wie auch immer, ich bin dankbar für meine Rettung, euch allen. Gut. Wenn ihr noch etwas wissen wollt, fragt... Ja, mal gucken. Warum wart ihr im Reiselager so abweisend? Ach, damit dürft ihr es nicht so genau halten. Wir wollten eben ungestört sein. Zudem wussten wir ja nicht, welche Gestalten sich an so einem Nachtlager herumtreiben. Verzeiht also unsere Gruppe. Ja, die verzeihen wir euch mal. Also vergessen wir das Ganze, ihr habt mir mal das Leben gerettet. Gut, wenn ihr noch etwas wissen wollt, fragt. Ja, wir machen uns ein bisschen Sorgen um Jana. Hat sie es hell überstanden? Sie hat ein paar Schrammen davon getragen, aber nichts Ernstes. Der Kapitän meinte, in ein paar Tagen ist sie wieder auf den Beinen. Das erleichtert uns aber. Und da fällt uns ein Stein von Herzen. Gut. Wenn ihr noch etwas wissen wollt, fragt. Wie ich es recht bedenke, habe ich keine Zeit zum Plaudern mehr. Auf bald. Ihr habt recht. Genug des Palavers. Es ist gut, euch wieder auf den Beinen zu sehen. Auch wir müssen Das kann ich mir denken. Ihr habt sicherlich etwas zu tun, von dem ihr mir nichts sagen wollt. Aber da wir freundlich sind, bieten wir an, etwas für euch zu tun, für sie zu tun, während unserer Lehrzeit, falls wir die Zeit dazu haben. Weil ich immerhin ihnen mein Leben verdanke. Das könntet ihr wahrlich. Haltet Augen und Ohren offen. Vielleicht schnappt ihr das eine oder andere über die Flusspiraten auf. Kommt zu mir in den springenden Hirschen, sobald ihr etwas habt. Okay, das machen wir doch gerne. Bevor ich's vergesse, Porgrim, Quado. Ihr beiden wisst bereits, was ihr zu tun habt. Also los, wir haben keine Zeit zu verlieren. Na gut. Und nun stehen wir hier alleine am Dock. Na, ganz alleine nicht, da sind drei Katzen. Geduldet euch ein Weilchen, Orbar. Spenden an den Flussvater wollen verladen sein. Hast du wieder gepredigt, um Almosen zu erlangen? Ich schulde kein Geld. Wieder jemand, der über den Flussvater redet. Entgegen, was mit Freuden gebracht wurde. Der Flussvater ist genügsam. Er nimmt keine festen Gebühren. Du Muschel der Wachsener Tannwald. Die Segen der Urmutter über euch. Ach, der erkennt uns gleich als Geoden. Er ist ja selber einer, so wie er aussieht. Ich danke euch, Bruder. Ich hätte nicht gedacht, dass meine Wege auf der geheiligten Erde mich zu einem anderen Seelenhirten führen würden. Ich bin Branoir. Ich bin mehr als ein Seelenhirte, Bruder. Ich bin der Gesandte des Flussvaters. Sein Unmut über manche Dinge scheint sich einmal mehr zu regen. Viele sehen ihn nicht. Nehmen ihn nicht wahr. Das ist aber schlecht. Mit ihm ist das anders. Seid über den Gleichmut dieser Blindfische nicht getäuscht. Er sieht alle Dinge, die sich in seinem Reich ereignen. Lasst also Vorsicht walten bei euren Taten. Das machen wir sowieso, weil wir wollen keinen wieder so einen Ärger wie gestern Nacht mit den Flusspiraten. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, was ihr damit merken wollt, aber trotzdem danke für euren Rat. Bei allen donnernden Balken. Emmeran, jetzt quatsch nicht auch noch Reisende mit deinem Gesülze voll. Der Hafenmeister ist aber auch ein Grimmiger. Tag ein, Tag aus, lasst ihr Lasten von seinem Rücken tragen. So sollt ihr ihn auch huldigen und ehren. Jetzt reicht's mir aber. Verschwinde endlich von hier und lass die Leute in Frieden. Ich wollte das noch zu Ende hören, aber egal. Oh doch, ich will ihn noch zu Ende sprechen lassen. Oh, und ihr? Mischt euch gefälligst nicht in meine Angelegenheiten ein. Der Bursche hat hier nichts verloren. Ihr hört hier nicht zu.
Es gibt hier mehr zu verlieren, als den Sterblichen gewahr ist. Habt also Acht vor den dunklen Tentakeln. Tod und Verderben werden euch sonst... Dunkle Tentakel klingt nach einem Riesentintenfisch. Was wieder ein bisschen an Pietz, Geschichte über sein Monster erinnert. Ob das vielleicht doch wahr ist? Gleichwohl seid ihr aber auch Wahrer von Hoffnung und Macht. Ein Angelpunkt im Gefüge der Leben. Findet mich auf der Insel des Vergessens, die nun auf eurer Karte verzeichnet ist. Dort wird es sein, wo sich einst eine Fügung erfüllen wird. Einst klingt für mich immer so nach Vergangenheit und erfüllen wird nach Zukunft. Das ist irgendwie ein Widerspruch, aber na gut. Dort werde ich euch auch in den Künsten unserer Zunft unterweisen, sobald ihr bereit seid. Ich erwarte den Moment, in dem sich unsere Wege abermals kreuzen mit Freuden. Möge euch der Flussvater bis dahin beschützen. Euch auch, Bruder. Genug, du stinkendes Stück Treibgut. Sieh zu, dass du Land gewinnst und nimm dein Floß gleich mit. Hast meine Anleger für heute lange genug blockiert. Und der mischt sich natürlich wieder ein. Auch wenn ihr Meister dieses Hafens sein möget, so seid ihr noch lange nicht Herr über den Fluss. Dennoch werde ich eurem Wunsch entsprechen. Jedenfalls für die nächste Zeit. Auf Wiedersehen. Ein ziemlich netter Zwerg, der Muscheln im Bart kleben hat. Und nun haut er ab mitsamt seinem Floß. Und ich stehe hier jetzt wieder alleine da. Ich könnte die Kiste zerschlagen, aber Hafengut zerschlagen. Nein, nein. Lieber nicht. Hier sind überall Leute zu besprechen. Rede ich doch erst einmal mit dem Hafenmeister. Wo wollt ihr denn hin, wenn ich fragen darf? Ich bin in Nadoret, um meine Ausbildung zu beenden. Schön für euch. Dann könnt ihr ja aus meinem Hafen verschwinden. Du bist mir noch unsympathischer als Piet. Und ich will zu Meister Lauchelin. Was? Ihr? Hey, wollt wirklich zu Laurelin? Ihr habt doch genauso einen Sprung in der Schüssel wie der alte Emmeran. Ich würde dem Typ am liebsten jetzt... Nein, ich bleibe friedlich, auch wenn er blöd ist. Ja, eigentlich sollte ich ihm das nicht verzeihen, dass ich hierher gekommen bin, um weiterzulernen, aber eine andere Auswahl gibt mir das Spiel jetzt gerade nicht. was? Ihr wisst, dass er ein Elf ist. Ich also, das wird ja immer verrückter. Was sagt man denn dazu? Nun am besten, wie ich zu Meister Laurelin gelange, guter Mann. Ja, wie auch immer. Wenn ihr zu Laurelin wollt, fragt die alte Ilma Baumbrot. Die kennt den Weg. Ihr findet sie bestimmt unweit des östlichen Stadttors bei Pilzesammeln. War's das dann? Ich habe noch Wichtigeres zu tun. Könnt ihr mir was über die Piratenüberfälle sagen? Piraten? Bah! Ich kann dieses Getuschel über diese Schauergeschichten nicht mehr hören. Nur dummes Bauernvolk glaubt an solche Orte. Ich wurde gestern von welchen überfallen, als ob ich daran nicht glaube. Natürlich gibt es Piraten, aber die gab es schon immer. Kaum wird mal mehr als ein Schiff überfallen und schon beherrschen Piraten den großen Fluss. Nach meinem Überfall gestern würde ich sagen, dass sie nicht so ein kleines Problem sind. Ach ja, das können wir hier gleich sogar anprangern. Dass wir in der Nacht von Piraten überfallen wurden. Das beweist überhaupt nichts. Dann war der Ankerplatz wohl nicht besonders gut gewählt. So also bei meinem Captain, also bei dem Captain des Schiffes hatte ich nicht so gedacht, dass er den Ankerplatz schlecht gewählt hat. Ja,
Kapitän Albers war sicherlich unvorsichtig, als er den Ankerplatz gewählt hat. Außerdem müsst ihr doch etwas wissen, ob ihr dem Glauben schenkt oder nicht. Na, genug. Ich habe schon zu viel Zeit mit dieser Piratenwehr vergeudet. Frag doch die Händler hier am Hafen. Die sind schlimmer als eine Horde Waschweiber. Aber lasst mich um der Zwölfe willen in Ruhe. War's das dann? Ich habe noch Wichtigeres zu tun. Nein, das war's. Entschuldigt die Störung. So. Und jetzt werde ich erst einmal, bevor ich mich hier weiter am Hafen unterhalte, schnell gehen zum Bogenmacher und gucken, ob ich da Armbrüste lernen kann. In Torwall, da sitzen die Teufelskerle. Das sag ich dir. Sag an, du bist schon mal bei den Nordmännern gewesen? Das nicht. Und dann gehe ich wieder zum Hafen zurück und arbeite mich nach und nach durch. Ah ja, die Schnellreisepunkte, die werde ich, wenn möglich, nicht. Das ist wohl der Baron von Nadoret. Aber lassen wir den mal so stehen. Ich werde jetzt erst einmal gucken, dass ich hier hinten am Marktplatz irgendwo müsste er sein. Ah, die Karte ist ja noch nicht wirklich aufgedeckt. Ich hoffe mal, dass ich ihn schnell finde, weil die Folge noch geht. Ja, na, kann ich ja schon mal ein bisschen was über Nadoret sagen. Ist schon ein lauschiges kleines Plätzchen und man sieht voller Leute, die sich unterhalten. Und ihr Leben genießen. Ja, da hinten ist eine Werkbank, also müsste dort auch der Bogenmacher sein. Alan Vassalan, herzlich willkommen. In der ganzen Stadt werdet ihr keinen genaueren und sorgfältigeren Bogenbauer finden. Ja, das überzeugt machen wir euch selbst. Könnt ihr uns etwas beibringen? Alles für die Nein, die kann uns Bögen, nur Bogenbau Pfeile, beibringen. Zubehör. Das ist schade. Nun gut, dann werde ich jetzt mal schnell die Schnellreise benutzen und zum Hafen gehen. Ah, da muss ich erst bei dem anderen Schnellreisepunkt sein. Ich werde mich dann mal noch am Hafen umgucken, solange ich noch etwas Zeit habe. Feinste Schmuckwerk aus fernen Landen! So, da sind wir wieder beim Hafen und zurück zum Dock. Diese Frau da zum Beispiel, die steht ja schon sehr auffällig rum. Wie viele Abenteuerpunkte haben wir zurzeit? 11 Steigerungspunkte. Gucken wir noch, was sie will. Ah, willkommen im schönen Nadoret. Ich freue mich immer das über neue Gesichter nett in der Stadt. Vor allem so überschwänglich. Worum geht es denn? Mein Name ist Ravina Eisenwalder. Nun, ich sammle alte Landkarten. Vor kurzem ist mir diese Schatzkarte in die Hände gefallen. Ich dachte, ihr Ich bin gerade neu hier angekommen. Sie ist Kartensammlerin und will mich eine Karte verkaufen. Das kommt mir irgendwie komisch vor. Aber fragen wir sie doch mal, warum sie sich den Schatz nicht selber holt. Ich bin einfach keine Schatzjägerin. Ich handle mit Karten. Was für mich keinen Sammlerwert hat, verkaufe ich weiter. Bloß weil es eine Schatzkarte ist, macht sie das noch lange nicht zum Sammlerstück. Ah ja. Macht irgendwie nicht so wirklich Sinn. Wenn ihr wollt, würde ich sie euch für 5 Silberlinge ja, überlassen. Ja, das hört sich doch lustig an. Dann nehmen wir sie mal für... Obwohl, die Karte hat eigentlich keinen Wert für sie. Hat sie auch nicht. Trotzdem bleibt es eine Schatzkarte. Aber gut, weil ihr es seid, sollt ihr sie für 2 Silberlinge haben. Ja, okay. Für 2 Silberlinge gehe ich mal darauf ein. Auch wenn mir die Sache etwas komisch vorkommt. Abgemacht. Hier habt ihr eure Schatzkarte. Dankeschön. Aber bevor wir uns auf die Schatzsuche begeben, speichern wir doch ab
und machen erst einmal einen kleinen Cut. LP 002. Und bis gleich.